Jedes Jahr das gleiche Spiel, das Spiel mit der Erwartungshaltung. Ihr wisst es vielleicht schon, aber in den nächsten Tagen haben wir mehrere große Livestreams und ehrlicherweise sogar zum Teil die wichtigsten Livestreams des Jahres. Zum Beispiel hier am Sonntag ab 18.45 Uhr den großen Xbox Games Showcase mit anschließender Starfield Direct. Oder einen Tag danach am Montag, ebenfalls um 18.45 Uhr, die Ubisoft Forward Show 2023, die... Ja, mal schauen, was Assassin's Creed Mirage wird und mal gucken, wie das Skull and Bones Meme weitergeht. Aber egal. Und starten werden wir das Ganze an diesem Donnerstag ab 20.45 Uhr mit dem Kickoff Summer Game Fest. Und ich habe ehrlicherweise Bock drauf. Ich habe Bock drauf, neue Spiele zu erleben. Ich habe Bock drauf, mich, hey, einfach auch so ein bisschen hinzugeben und zu schauen, was ich so Cooles bekomme. Meine Erwartungshaltung ist dieses Jahr, ich hoffe zumindest, realistisch. Ach so, übrigens, falls ihr es jetzt noch nicht mitbekommen habt, natürlich werden wir all diese Streams bei uns auch streamen. Ihr findet die jeweiligen Streams in der Endcard und natürlich auch in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar. Klickt da auf die jeweiligen Streams, bookmarkt die euch und dann, sobald wir anfangen zu streamen, bekommt ihr auch direkt eine Push-Benachrichtigung und seid live dabei. Und dann können wir zusammen genießen, verzweifeln oder einfach Spaß haben. Lasst uns mal auf Letzteres fokussieren. Nun, was ist denn meine Erwartungshaltung bei diesen drei genannten Streams? Ich möchte vor allem überrascht werden mit Spielen, mit denen ich noch nicht so wirklich gerechnet habe. Dafür ist vor allem das Summer Game Fest da. Dort wird es nämlich sehr, sehr viele Indie-Games geben, mit denen, naja, ihr noch gar nicht rechnen konntet, weil ihr sie gar nicht kanntet. Wie auch, die waren ja noch gar nicht announced. Außerdem hoffe ich auf ein, zwei große bzw. sehr schöne Überraschungen, welche das sein könnten. Ehrlicherweise kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht wirklich predikten. Es gibt allerdings ein paar, ich sag mal so, Gerüchte, Leaks oder irgendwas dazwischen. Zum Beispiel zu einem angeblichen Persona 3 Remake und ich glaube, dann würde ich komplett ausflippen. Oder natürlich auch einer neuen interessanten Meldung zu Call of Duty, höchstwahrscheinlich dem Add-on für Ende des Jahres. Und hey, vielleicht macht Konami auch noch Spiele und ganz nebenbei, Sony könnte ja auch nochmal ein bisschen mehr Spider-Man-Gameplay zeigen. Ein großes Gerücht bezieht sich auch auf Elden Ring, dass es dort neuen DLC gibt, beziehungsweise umfangreichen DLC. Das Ganze, hey, seien wir mal ehrlich, müssen wir uns dann einfach mal anschauen und auf uns zukommen lassen. Ein paar mehr Gerüchte gibt es zum Xbox Showcase am Sonntag. Da gibt es, ach, wie soll ich sagen, es gibt die üblich verdächtigen Wünsche mal wieder. Also zum Beispiel, hey, Banjo-Kazooie, um einen Klassiker auszupacken. Ich allerdings, ich rechne mit zwei ganz anderen Sachen. Zum einen, glaube ich, wird das Thema KI bei Microsoft dieses Jahr sehr präsent sein. Das liegt vor allem daran, dass generell Microsoft gerade alles in puncto KI pusht, was so geht. Und das ist hoffentlich auch wenig verwunderlich. Schließlich hängen die bei ChatGPT auch direkt mit drin. Das ist in der Theorie, zumindest für die nächsten Jahre, eine Microsoft-Kooperationstechnologie-Zusammenschluss, wie auch immer. Nachdem Microsoft in den letzten Monaten angekündigt hat, dass es in Windows, in Office, im Edge-Browser, in der Bing-Suchmaschine und weiß Gott wo noch überall KI-Unterstützung geben wird, naja, da gab es für die Xbox eben noch keine Meldungen und ich glaube, das wird spätestens jetzt ein Thema werden. Entweder werden wir zum einen sehen, wie das Betriebssystem der Xbox KI-technisch unterstützt werden könnte, zum anderen könnten wir vielleicht einen Ausblick bekommen, was KI-generierte Inhalte in Videospielen bedeuten würde. Zum anderen könnte es vielleicht aber auch einen Ausblick geben, wie eine KI in Videospielen auch, naja, zum Beispiel Questlines definieren, verändern könnte oder Voice-Acting ermöglicht, wo eigentlich gar kein Voice-Acting vorhanden war. Vor allem für das ein oder andere ältere Spiel wäre das vielleicht ganz cool, dass es plötzlich Voice-Acting gibt. Naja, aber schauen wir mal. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das andere ewige Gerücht ist eine neue Xbox-Hardware. Da gab es vor Ewigkeiten ja zum Beispiel mal den Xbox-TV-Stick. Den gab es wohl, aber den hat man dann erstmal auf Eis gelegt und hat sich mehr darauf fokussiert, Partnerschaften mit großen Fernsehherstellern einzugehen, zum Beispiel mit Samsung. Also ich meine,
verstehe das vor allem in Kombination mit Cloud Gaming. Aber gut, der kam nie. Aber dann gibt es immer noch wieder so kleine Gerüchte zu einer, ich nenne sie jetzt mal Xbox Series P, also quasi Portable. Das Ganze wäre dann ein Cloud-basierter Handheld. Ob wir den wirklich hardware-technisch sehen, das sei mal dahingestellt. Allerdings gibt es eben auch aktuell die Meldungen, dass Microsoft an einer Windows-Variante werkelt für eben die kleinen portablen Handheld-PCs, die gerade immer mehr und mehr werden. Zum Beispiel erschien ja vor wenigen Wochen das Asus ROG Ally und davon gibt es mittlerweile wirklich auch viele, nicht Produktarten, stimmt nicht, aber viele Mitbewerber, teilweise aus dem chinesischen Raum, die sollen aber ehrlicherweise alle potent genug sein für Light Gaming oder im Fall vom Asus-Ding sogar AAA Gaming. Für genau diese Geräte soll Microsoft eine angepasste Windows-Variante vorbereiten, die vor allem mit Touch-Gesten und Co. daherkommt. Und das könnte vielleicht ja auch eine Ankündigung sein im Rahmen des Xbox Game Showcases. Ansonsten wissen wir natürlich, dass wir Informationen zum neuen Forza Motorsport bekommen, dass wir höchstwahrscheinlich Informationen zum Halo DLC bekommen werden und, naja, Starfield, gut, wird jetzt kein Thema werden, weil kurz nach dem Xbox Game Showcase gibt es die große Starfield Direct. Wie lange die geht, weiß ich gerade gar nicht. Allerdings werden wir da einfach alle Informationen bekommen zu Starfield und können danach vielleicht endlich mal halbwegs seriös klären, ob man auf das Ding wirklich hyped sein sollte oder nicht. Fakt ist allerdings, Starfield ist das größte Spiel für die Microsoft-Konsole und den PC dieses Jahr aus dem Hause Microsoft. Um diese drei großen Livestreams herum gibt es auch noch viele weitere kleine Geheimtipp-Livestreams. Zum Beispiel eine neue Devolver Direct am Freitag oder zum Beispiel eine weitere PC Gaming Show am Sonntag um 22 Uhr oder zum Beispiel auch ein Capcom Showcase in der Nacht von Montag auf Dienstag um Mitternacht. Ich muss halt einfach sagen, ich habe Bock auf diese Livestreams und bis auf die Devolver Direct werden wir das auch alles ein wenig thematisieren hier auf dem Kanal und zum größten Teil auch restreamen und ach, was soll ich sagen, ich habe einfach Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Ihr findet jetzt nochmal die Links zu den einzelnen Streams und hey, schreibt eure Erwartungshaltung einfach in den Kommentarbereich, aber lasst uns einfach ein paar coole Tage zusammen haben und Videospiele, hey, einfach ein bisschen zelebrieren.